So, da sind wir und weiter geht es mit Call of Duty, die Kampagne. Besser, was man sagt, Guerrero. Ja, Guerrero. Okay, was sollen wir machen? Wir sollen jetzt uns da hinsetzen. Oder was? Es reicht jetzt. Ja, ich wollte mich doch da... Hä? Was? Wer hat mich getötet? Hä? Guck mal, ich gehe da hin. Ah, von hier aus geht das. Okay, setzen. Wer ist das? Er heißt Soap. Er kam zu uns. Soap? Sicher? Und du lässt ihn rein? Einfach so? Sagt, er hat Informationen. Pendejo di mierda! Wir kennen ihn nicht und er sieht unsere Gesichter! Valeria, Jod. Ich bin sicher, er könnte uns helfen. Er weiß bestimmt etwas. Das will ich doch wirklich für dich hoffen. Denn sonst töte ich ihn und dann sitzt du auf dem Stuhl. Ganz schon hart. Niños! Es ist simpel. Ich stelle Fragen und ihr sagt die Wahrheit. Lügt mich ja nicht an. Wir haben neulich einen Freund in den Bergen versteckt. Okay. Dann rief uns jemand an. Wer? Todo un caos, no vi. En español no es gringo. Es gringo. Ich glaube, es war ein anderes Kartell. Jetzt du, Blanquito. Blanquito? Wer rief uns an? Es waren die mexikanischen Spezialeinheiten, es waren die mexikanische Armee, es war das Kartell 3? Es war nicht das Kartell, es waren mexikanische Spezialeinheiten. Wir fanden die Leichen. Fuerzas Especiales. Nun, wie weiß ein Außenstehender von den mexikanischen Spezialeinheiten und du nicht? Vielleicht war er da. Du warst dort, Arschloch. Vielleicht war er es auch. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos, wie ihm. Sie arbeiten mit eurer Konkurrenz zusammen. Ein anderes Kartell. Ja. Creme. Ich kenne die Fuerzas Especiales. Die arbeiten für kein Kartell. Soll die Wahrheit sagen, ne? Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos, wie ihm. Machen wir das ja? Nein, die mexikanischen Spezialeinheiten arbeiten allein. Und wer brachte das Kampfflugzeug? Machen wir auch das? Fuerzas Especiales. Mexikanische Fuerzas Especiales haben kein Kampfflugzeug, Pendejo. War ein Versuch, Pendeja. Die Spezialeinheiten wurden von Außenseitern unterstützt. Wer war das? Wir haben sie gehört, einige auf Englisch. Sie waren mit Gringos, wie ihm. Ja, sie arbeiten alleine. Nein, die mexikanischen Spezialeinheiten arbeiten allein. Und wer brachte das Kampfflugzeug? Machen wir das hier. Amerikanische Söldner. Namens Shadow Company. Du sagtest, die arbeiten allein. Das klingt auf einmal ganz anders, Guerrero. Das Paket.
Vaqueros arbeiten mit Söldnern zusammen. Dieses Pinches wie Boras. Siehst du? Ich hatte recht. Es waren die Gringos. Hast du Beweise für diese Shadow Company, Imbecil? Wie soll ich das machen? Und du? Welche Beweise hast du? Revisa mi bolsillo. Was ist das? Das Shadow Company Emblem. Mein Beweis. Wer führt die Shadow Company? Gib mir einen Namen. Philip Graves. Phil Graves. Phil Gräber. Das gefällt mir. Dieser Graves. Was will er wohl? Den Hana? Nein, ich wollte das andere. Er will euren Boss. El Sin Nombre. El Sin Nombre. Jetzt dürft ihr mich trauen. Ich rat's euch. Bitte nicht! Du hast uns nichts erzählt. Wir bezahlen dich gut, aber dieser Außenseiter weiß mehr. Zeig dieses nutzlose Stück umzubringen. Mit Vergnügen, Valeria. Bitte, ich will nicht sterben. Nein! Qué bonito. Te vi bien ahí. Bonita. An die Arbeit. Okay. Wir gehen nach oben. Haben wir das jetzt geschafft? Komm schon, Werder. Okay. Diego. Geh mal aus dem Weg, Damit Diego. Das klar ist, wir sind noch nicht mit dir fertig. Sin Nombre wird über dich entscheiden. Besser, ihr kriegt das hin, Arschlöcher. Vamos. Ja, die haben ja so Drogen genommen und jetzt sind die da außer Betrieb. Was haben die hier? So eine kleine Bar hier. Fernando. Ja, tritt mich noch einmal, Tritt mich noch einmal. Wir gehen nach oben. Arsch. Da hat er mich getreten, ne? Arschgesicht, Wir sehen uns nochmal. Los Vaqueros operieren schnell. Ich bin im Penthouse bei El Sin Nombre. Wann treffe ich El Sin Nombre? Valeria spricht gleich mit dem Boss hier. Du wartest bei den anderen. Ich habe das Gefühl, El Sin Nombre wird sehr an einem Gespräch mit dir interessiert sein. Wie gut das aussieht, Kim. Ich bin in der Ofrenda. Keine Störungen. Sie, Chefe. Komm ich klar, Mann. Wir brauchen dich draußen. Bien, gib ihm meine Maske und bewach ihn. Du lebst noch. Alejandro, du auch, Kumpel. Ja. El Sin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Diego hat sie. Nimm das. Diego. Was? Diego, der Sack. Wozu eine Maske? Manche hier sollte man nicht beim Kartell sehen. Kommunikation steht. Funkcheck. Alles klar. Alles gut. Alles gut. Los. Dann mal los. Los, sind drin. Wie sieht's aus? El Sin Nombre ist im Penthouse. Dritter Stock. Der Aufzug bringt uns hin. Wir brauchen nur Diegos Schlüsselkarte. Wo ist Diego? Ofrenda, zweiter Stock. Was gesehen, Lieutenant? Wenn du einen Weg aufs Dach findest, gibt es dort einen Zugang zum Penthouse. Ich komme so oder so nach oben. Okay. Ja, hermano. Wenn dich die Wachen dort oben finden oder in der Garage, erschießen sie dich. Was ist in der Garage? Keine Ahnung, aber es ist wichtig für Diego. Finden wir erst den Nombre und erledigen wir das. Ende. Okay, ich geh mal gucken. Hallo? Ich hab auch eine Maske an. Adelante! Adelante! Por aquí! Ja. El mundo es tuyo. Was gibt's hier? Wir öffnen die mal. Eine Flasche? Wofür soll ich denn eine Flasche nehmen? Hab eine Flasche. Nützlich, um die Wachen abzulenken. Aha, dafür. Okay. Leuchtet ein. Nur eine Flasche. Ah, die ist voll. Kann ich nicht austrinken? Bam, 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 bam.
Die ist auch voll. Voll auf Flaschen sammeln hier. Okay, wir müssen irgendwie aufs Dach, meint er. Ja. Esta noche. Esta noche. ¿Qué quieres decir con imposible? Te pagamos para que hagas este tipo de servicio. Central, C1. Du kannst nach einem Weg nach oben suchen oder diese Wache folgen. Deine Entscheidung. Oder diese Wache. Diese Waffe? No entrar. Oder. Wie, da zeigt mir den Weg nach oben? Das ist die Garage. Lass dich darin ja nicht erwischen. Was ist da drin? Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Ich war noch nicht mal einen halben Meter war ich da drin. 20 Zentimeter. Deine Entscheidung. Kann ich auch so hoch? Das ist Sperrgebiet. Die Wachen schießen sofort. Okay. Ich bin im zweiten Stock. Ich muss im dritten. Sie ist in der Ofrenda. Sie ist irgendwo auf diesem Stock. Verstanden. Okay. Ich kann mich auch im Schrank verstecken. Ich hab dich im Blick, Johnny. Draußen ist ein Randgitter, über das du aufs Dach kommst. Was ist mit Diegos Schlüsselkarte? Deine Entscheidung. Also Diego ist irgendwo hier. Da die Karte, ne? Wurfmesser. Ich habe ein Wurfmesser gefunden. Gut, damit solltest du unentdeckt bleiben. Okay. Vorsicht, jemand hat den Typen im Blick. Geht's hier noch irgendwo weiter? Oh, okay. Was denn? Ah, oh nein, hat er mich. Shit. Ja, jetzt haben wir verloren, ne? Alle Besucher sind raus. Wenn die Wachen dich jetzt erwischen, greifen sie an. Tja. Können wir hier irgendwo hin? Alter, die sehen uns direkt. Die sehen uns direkt. Okay. Es ist vorbei, ne? Ja, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Okay, okay, okay. Wie, jetzt ist Alarm? Die ganze Zeit schon? Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen muss. Die sind doch überall und alarmiert. Alle Besucher sind raus. Wenn die Wachen dich jetzt erwischen, greifen sie an. Ja, ich habe hier nur so ein Messer. Ein Messer habe ich. Toll, ey. Und der kommt schon hier hin. Diablo. Vamos, ¿en dónde te escondes? Alejandro. Alter, wie willst du das denn hier schaffen? Die sind doch jetzt alle alarmiert. Guck mal, die sehen dich doch sofort. Guck
mal, die stehen überall, hä? Wie soll ich das denn machen? Hier geht's auch nicht raus. Alle Besucher sind raus. Wenn die Wachen dich jetzt erwischen, greifen sie an. Was haben wir denn hier? Ein Code, was für ein Code? Was? Ne, das wollte ich nicht. Verdammt. Kommt der jetzt? Der kommt. Guck mal, das ist keine Chance, ne? Echt? Das ist ja übel. Greifen Sie an. Jetzt hat er hier gespeichert, toll. Spring runter. Ist klar, ey, guck mal. Ja. Warte. Tschö. Tür zu. Kommen die jetzt hier rein? Mit wem kämpfen die denn? Auf mich. Aber die kommen nicht hier rein, ne? Kann jemand bitte den hier killen? Mit wem haben die denn gekämpft? Hau ab! Zieht euch alle. Ich will auch so eine Waffe. Wieso habe ich keine Waffe? So eine zwei Flaschen und ein Messer, ey. So, sind die jetzt alle weg? Ne, noch nicht. Trifft er mich, Da liegen nur jetzt welche da vorne, ne? Vielleicht. Mann, trifft er mich sofort, echt. Vielleicht kann ich mal da so eine Waffe schnappen. Aber der trifft mich sofort. Kommt noch einer. Maricones ist. Okay, das war nicht gut. Scheiße, ich wollte da mal eine Waffe holen. Habe eine Waffe gefunden. Cool. So kann man jetzt hier was machen vielleicht. Estamos con el hombre. Was ist das denn für eine Waffe? Warte. Das sind die, die so viel verkraften, ne? Warte. Sechs Schuss. Granate, was?
Scheiße, scheiße, der hat mich. Okay. Treffen Sie an. Was jetzt alles wieder nochmal? Wieso jetzt wieder alles machen? Sie haben dich ausgemacht. Scheiße, dann geht es wohl nicht anders. Nimm die Waffe. Verstanden, ich übernehme draußen. Ich übernehme draußen, meint er. Alejandro. Schmeißt er damit Granaten oder was? Okay. Von wo? Warte, ich nehme mal die Waffe. Anne, das ist Alexandro. Sorry, Alexandro, du sahst genauso wie die aus. Mierda. Okay, hier kommt keiner mehr. Da ist Granate. Kommen die jetzt die ganze Zeit oder was? Okay, hier muss ich mal gucken. Nein, noch so einer, der viel verkraftet. Treffen Sie an. Was, warum denn immer alles von neu? Haben wir um die Ecke? Kann man immer gebrauchen. Kaum noch Munition. Das hat doch eine gute Waffe gehabt, oder nicht? Ach so, ein Schrotflinte, ne? Oh, toll. Granate. Okay, das ist zu weit, ne? Noch eine Granate. Alter, bis der nachlädt. Ja, ist klar. Unterwegs. Ja, was dann hier?
Was? Hinter mir? Warum hinter mir? Oder waren die von unten? Bist du der Alejandro? Was ist denn hiermit? Oder damals? Okay. Okay. Wo ist er? Muss man jetzt runter oder hoch? Ich weiß gar nicht. Ah, das ist so einer, ne? Da überall Granaten hier. Wo kommt der denn jetzt her? Alter, echt, wie ist der nachladet, echt. Greifen Sie an. Draußen, das hast du jetzt schon mal gesagt. Alter, wie viele kommen denn jetzt hier? Und die Granaten wieder. Genau, schmeiß mal ein paar Granaten, Alejandro. Er trifft mich denn da die ganze Zeit. Gibt es hier unten? Wo muss ich denn eigentlich hin? Zweiten Stock, ne? Ist da die Karte vom Dings oder was? Wie 13 Meter? Das ist der Diego, aber wie komme ich denn da rein? Diego! Einschlagen, ne? Alejandro, Diego ist tot. A huevo, mein Fleisch und Blut. Hol seine Schlüsselkarte, schnell! Wo ist die denn? Seine Schlüsselkarte. Diego hatte die Schlüsselkarte. Sie muss in der Ofrenda sein. Wo?
Ja, lade nach, Alter. Ist hier raus, ne? Alter! Mal die Offrende. Irgendwo sein. Okay, wir machen hier eine Pause. Alles klar. Ich sage danke und bis gleich. Ciao.